Moin Moin, Seahorse-Freunde. Willkommen zurück auf dem Seahorse-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und heute wollen wir euch die Giulio Cesare vorstellen. Ein italienisches T5 Premium Schlachtschiff, was schon 1910 auf Kiel gelegt wurde. Wir behandeln heute folgende Punkte, und zwar Geschichte, die Werte des Schiffes, Verbesserungen und Verbrauchsmaterialien, Signale und Tarnung sowie mögliche Kapitänskills bei diesem Schiff. Also bekommt ihr wieder ein vollumfängliches Paket hier von uns geliefert. Wenn ihr dieses Video geschaut habt, habt ihr alle wichtigsten Informationen zu diesem Dampfer. Ja, wie gesagt, das Schiff wurde 1910 in Genua auf Kiel gelegt und 1914 in Dienst gestellt. Nahm am Ersten Weltkrieg überhaupt nicht teil, obwohl es rechtzeitig fertig war. Und wurde dann 1933 groß umgebaut. Ja, 1933 wurde ein Artillerieturm entfernt, der drei Rohre hatte. Und dafür sind da quasi Schornsteine hingekommen. Früher war der Turm hier in der Mitte. Ja, wurde groß umentwickelt und es wurden dann 320 mm Kanonen montiert und auch die Maschinenleistung wurde deutlich gesteigert auf in der Realität 28 Knoten. Hier im Spiel sind es 27 Knoten. Es hat an vielen ja, Einsätzen teilgenommen. Die bekannteste ist sicherlich die Seeschlacht um Punta Stillo 1940, wo sie auch von einer 381 mm großen Granate der Warspite getroffen wurde, auf 24 Kilometer Entfernung. Das gilt auch heute noch als ein der größten oder der größten Distanz, dass ein Schiff, ein bewegliches Ziel getroffen wird oder wurde. Und ja, ist schon beeindruckend, wohl die Giulio Cesare hat wohl die Warspite ebenfalls getroffen, das haben die Briten aber nie bestätigt. Danach diente das Schiff zur Konvoientdeckung im Mittelmeer, genauso Seegefechte im Golf von Suerte. Ja, daran hat es halt auch teilgenommen. Später, nach dem Krieg, wurde als, also erst wurde es noch als Übungsschiff eingesetzt und nach dem Krieg wurde es als Reparation in die Sowjetunion sozusagen abgetreten und da diente es als Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, bis 1955 dieses Schiff auf Reede liegend explodierte und ja, da ist man sich bis jetzt heute noch nicht ganz einig. Bis 1980 war das unbekannt, dass dieses Schiff überhaupt explodiert ist. Es wurde geheim gehalten von der Sowjetunion. Später gab es dann zwei Ansätze. Entweder ist das Schiff auf eine Mine gelaufen, eine deutsche Seemine, die da schon lange lag. Später wurden da noch 19 Stück wohl entdeckt. Aber was dagegen spricht, ist, dass an dieser Stelle, wo das Schiff auf Reede lag, schon viele Schiffe lagen und vorher nicht explodiert sind. Und daher gab es dann auch diese Sache, dass behauptet wurde, dass die Sowjetunion einen Kriegsgrund mit der Türkei suchte und ihnen eben vorgeworfen hat, da einen Anschlag verübt zu haben auf die Schwarzmeerflotte, um ihre Marine da zu dezimieren. Außerdem gab es noch eine Möglichkeit, dass der italienische Geheimdienst da etwas gemacht hat, damit das italienische Schiff nicht weiter im sowjetischen Flottenbestand Dienst tun konnte. Aber das sind alles nur Spekulationen und wir konzentrieren uns jetzt hier wieder auf die virtuelle Wargaming-Geschichte. Kommen wir doch zu den Werten. Und da fangen wir oben an. Die Überlebensfähigkeit des Schiffes ist hier mit 45.500 Trefferpunkten beziffert, was ein durchschnittlicher Wert ist. Die Giulio Cesare ist damit besser als die Bretagne und die Oktoberrevolution, aber schlechter als die Texas und die Ark Kongo. Zu Ark Kongo fehlen 10.000 Trefferpunkte. Also die hat da einen deutlichen Vorteil, die Ark Kongo. Die Panzerung zwischen 6 bis 280 mm ist nicht total überragend, auch wenn sie hier Turtleback angeordnet ist. Und der Torpedoschutz mit 30% ist sehr, sehr ordentlich. Der kann sich durchaus sehen lassen. Das Schiff hat ja auch in der Realität ein besonderes Torpedoschutzsystem entwickelt. Also die Italiener hatten da eins draufgebaut. Sonst sieht man jetzt hier schon die anderen Sachen hier mit 19 mm und so weiter, die ganz normalen Aufbautenpanzerungen gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Man sieht, dass der Panzerungsgürtel relativ lang gezogen ist, also vorne und hinten komplett rum. Ja, das ist schon wirklich was Besonderes. Sieht man nicht überall. Ein richtig schönes Band, was hier das Schiff vor größeren Beschädigungen schützen soll. Und dann kommen wir zu der Zitadelle im Wesentlichen. Da können wir hier das mal belassen. Wir haben hier 220, 250, 210 mm in der Turtleback-Anordnung. Dann haben wir hier 24 mm innen noch an der Flanke sozusagen und dann nochmal 40 mm
Millimeter. Wenn wir das dann alle zusammenrechnen, dann sind wir bei kurz über 300 mm Panzerung, die da im optimalsten Fall durchschlagen werden müssten. Was sicherlich anstrengend ist, diese Turtleback, da sieht man hier dieses Schild, was man da so, das bezeichnet man als Turtleback. Und es ist nicht ganz einfach, aber insgesamt ist es durchaus möglich, die Zitadelle hier trotzdem zu treffen, weil die Panzerung nicht übermäßig stark ist. Also ich persönlich habe es gestern erst geschafft, auf der Giulio Cesare mit selber einer, ich bin selber in der Giulio Cesare gewesen und habe eine andere Giulio Cesare doppelt zitadellt auf knapp 10 Kilometer. Also Breitseite sollte man auch hier mit diesem Schiff nicht zeigen. Aber mit welchem Schiff soll man schon so richtig Breitseite zeigen? Eigentlich mit keinem. Wenn man dieses Schiff gut anstellt, kann man auch gut was einstecken, wenn man denn Survive geskillt ist. Und darauf gehen wir dann heute im Laufe des Videos noch weiter drauf ein. Im vorderen Bereich haben wir hier 130 mm und 80 mm sowie die Hauptbatterie-Lafettenpanzerung und die Hauptbatterie-Panzerung, die hier so ein bisschen raussteht, was sie dann auch wiederum anfällig macht für Treffer. Weil wenn man sich das anguckt, wir haben hier 19 mm und danach kommt direkt die Hauptbatteriepanzerung mit 280 mm. Ist ganz gut. Nichtsdestotrotz achte ich das schon als anfällig. Wenn Beschuss von vorne kommt, man frontal zum Gegner steht, ist hier schon ein gewisses Risiko, dass man da einen Systemausfall an dem vorderen Turm möglicherweise schneller erleidet. Ja, insgesamt zieht sich der italienische Baustil durch das ganze Schiff. Alles ist so mit Wellen und wenig mit Kanten gebaut. Auch hinten kann man das nochmal schön sehen, wie hier diese U-Form oder V-Form so angeordnet ist. Wie gesagt, ich liebe die Italiener im Spiel. Ist einer meiner absoluten Lieblingsschiffe, die Giulio Cesare. Mit den 10 Rohren, 320 mm, kann man ordentlich austeilen. Und mit diesem Alleinstellungsmerkmal, mit der weiß-roten Lackierung, ist das natürlich sowieso nochmal was ganz Besonderes. So, dann kommen wir weiter zur Artillerie. Wie eben schon angedeutet, haben wir insgesamt hier 4 Türme. 2 Türme mit jeweils 3 Rohren 320 mm und 2 Türme mit jeweils 2 Rohren 320 mm. Das verteilt sich auf vorne und hinten jeweils zur gleichen Anzahl. Und ja, die ganzen Granaten haben hier einen HE-Höchststand von 4800 und einen AP-Höchststand von 9700. Eine Feuerreichweite von 16,4 Kilometer liegen wir ganz gut dabei, sind aber schlechter als die Kongo zum Beispiel, aber besser als die Texas. Und das ist doch ganz deutlich. Eine Ladezeit von 30 Sekunden und eine Dauer von 36 Sekunden, 180 Grad Jahre sind hier dabei. 35% ist die Brandwahrscheinlichkeit der Granate. Wenn man mal angewinkelte Ziele hat, ist das durchaus eine Überlegung wert. Nachteil bei diesem Schiff ist sicherlich, dass die hinteren Türme nicht sehr weit rumdrehen können. Das heißt, man muss doch relativ viel im Verhältnis zu anderen Schiffen Breitseite zeigen, um auch die hinteren Türme mit benutzen zu können. Und das macht einen dann doch wieder anfälliger für Treffer hier in dem Bereich, wo eben die Zitadelle auch getroffen werden könnte. Die Sekundärbewaffnung kann man hier auf dem Schiff durchaus vernachlässigen, da die Feuerreichweite mit 4 km Basiswert jetzt auch nicht so super groß oder weit ist und man doch, wenn man darauf skillt, nicht eine riesengroße Distanz erreichen kann. Wir sind ja auch auf der T5-Ebene, wo das alles noch nicht so eine große Rolle spielt. Dann kommen wir zur Flakbewaffnung. Die Flakbewaffnung hat hier als höchste Reichweite gerade mal 4 Kilometer und ist damit doch relativ schlecht und kann nicht vernünftig wirken. Zumindest in der Basisvariante ist das nicht so toll. Also sie ist recht anfällig für Torpedobomber und überhaupt Abwurfbomber auch. Die Höchstgeschwindigkeit mit 27 Knoten sorgt dafür, dass sie eines der schnellsten Schiffe in dem Spiel überhaupt ist. Und der niedrige Wendekreis mit 640 Meter ist auch schon was Besonderes. Also man hat hier schon ein sehr, sehr schönes, wendiges Schiff, muss man ganz ehrlich sagen. 13 Sekunden Ruderstellzeit ist schon fast wie bei einem schweren Kreuzer. Ja, das kann man ja dann... man muss sich halt darauf ein bisschen einstellen und sich selbst adaptieren und dann passt das auch mit dem Ansprechverhalten, mit dem Lenkverhalten. Ich liebe dieses Schiff, es ist wirklich was Besonderes, sagte ich eben schon. So, und dann kommen wir zu der Erkennbarkeit zu Wasser. Wir haben hier 13,7 Kilometer Erkennbarkeit zu Wasser, was doch relativ gering ist, und eine Erkennbarkeit zur Luft von 9,4 Kilometer. Wenn man im Nebel steht und seine Hauptgeschütze benutzt, sind es 10,9 Kilometer.
Gut, jetzt sind wir durch die Werte einmal durchgegangen und kommen wir jetzt dann schon zu der Modulabteilung sozusagen. Was für Verbrauchsmaterialien können wir denn hier einbauen? Wir haben hier keine großen Optionen. Wir haben hier ein T5-Schiff, wie gesagt, da gibt es nicht viel. Es ist eben das Schadensbegrenzungsteam. Auch hier wieder der Hinweis, ihr habt ein Premium-Schiff, benutzt Premium-Verbrauchsmaterialien. Das verdient ihr allemal mit euren, selbst mit durchschnittlichen Gefechten, könnt ihr hier locker noch Geld mit nach Hause nehmen, selbst wenn ihr die Premium-Verbrauchsmaterialien eingebaut habt. Auch hier die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 15 Sekunden, Ladezeit 80 Sekunden beim Schadensbegrenzungsteam 2 und beim Schadensbegrenzungsteam 1 sind es 120 Sekunden, also 2 Minuten, wenn hier das nur gerade mal so anderthalb, ein bisschen mehr als anderthalb Minuten sind. Was euch die Überlebensfähigkeit übrigens auch deutlich erhöht. Dann die Reparaturmannschaft 1 und 2. Da ist es das Gleiche. Wir haben die Wirkungsdauer 28 Sekunden. Wir haben 227 Trefferpunkte, die wiederhergestellt werden können. Das können wir mit Signalen nachher noch verbessern. Und wir haben dann jetzt hier ebenfalls 120 zu 80 Sekunden und 3 zu 4 Verbrauchsmaterialien, je nachdem, was ihr benutzt. Wie gesagt, für mich gibt es hier nur eine Wahl, das Premium-Verbrauchsmaterial. Selbstverständlich. So, und dann kommen wir zu den einbaubaren Verbesserungen. Wir haben hier den Slot 1, Hauptbewaffnungsmodifikation, Hilfsbewaffnung oder Magazinmodifikation. Für mich gibt es hier nur eine logische Wahl und das ist die Hauptbewaffnungsmodifikation. Ihr verringert die Ausfallwahrscheinlichkeit der Hauptgeschütze deutlich. Torpedowerfer sind an dem Schiff hier nicht montiert. Ja, ihr braucht die Hilfsbewaffnung eigentlich kaum skillen, weil ihr sie kaum verwenden werdet. Das Einzige, wo man sie eventuell verwenden muss, ist eben in der FLAG. Die FLAG ist aber super schlecht, also von daher, das macht jetzt nicht mehr so viel Unterschied. Die Magazinmodifikation spielt hier auf dem Schiff meiner Meinung nach keine Rolle. So, und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, das ist der Slot 2. Da gehört nur das Schadensbegrenzungssystem. Begrenzungsmodifikation 1 rein, so Risiko des Brandes wird reduziert und das Risiko eines Wassereinbruchs wird verringert. So kommen wir nicht mehr auf 30, sondern auf 32% bei der Torpedoschadensverringerung, was nochmal ein Boni auf den eh guten Wert ist. Und dann kommen wir zu dem dritten Slot und letzten auf dem T5-Schiff, wo wir uns dann hier empfehlen oder entscheiden können dürfen. Ja, Hauptbatteriemodifikation 2, meiner Meinung nach keine Option. Flakbewaffnung bringt meiner Meinung nach ebenfalls nicht. Wir haben einen schlechten Wert, den werden wir nicht super doll verbessern können, zumindest nicht mit einem Modul, meiner Meinung nach. Das ist zu viel investiert, um das mit einem Modul zu verbessern. Ich habe hier geskillt, die Zielsystemmodifikation, um die horizontale Streuung weiter zu verringern. Wir haben jetzt hier 211 Meter auf 16 Kilometer. Das ist ganz in Ordnung. Die Kampfreichweite, ist sowieso meistens ein bisschen geringer, weil man näher an dem Feind dran ist. Und das, wie gesagt, immer gut angewinkelt oder schräg frontal zum Gegner stehen, hält das Schiff doch einiges aus. Und das ist dann nach vorne mit 5 Mumpeln, kann man doch ordentlich Damage austeilen. So, als nächstes kommen wir dann zu den Tarnungen und Signalen. Wenn ihr die Giulio Cesare kauft, bekommt ihr eine Typ 9 Giulio Cesare Lackierung dazu, die meiner Meinung nach sehr schön aussieht. Ja, hier sind folgende Werte dann dabei: Erkennbarkeit zu Wasser 3% reduziert, Streuung der Granaten um 4% erhöht, also der gegnerischen Granaten. Kosten der Schiffswartung nach dem Gefecht sind nochmal 10% reduziert. Das heißt, ihr habt dann schon einen Teil dessen drin, was ihr vorher in den Premium-Verbrauchsmaterialien investiert habt. Und ihr kriegt nach dem Gefecht EP, nämlich 50% mehr. Ja, dadurch, dass das ja eh eine dauerhafte Lackierung ist, auf jeden Fall die schon mal raufsetzen, macht das Schiff nochmal optisch auch eine ganze Ecke schöner. So, und dann kommen wir zu den möglichen Signalen, die ihr hier verbauen könnt oder nutzen solltet. Was sicherlich eine Möglichkeit ist, dadurch, dass wir 8 Signale flaggen können und ihr nicht unbedingt vielleicht wirtschaftliche Signale, so ökonomische Signale zuerst setzen solltet, sondern erstmal Kampfsignale, spielen für mich folgende Signale hier eine wichtige Rolle. Also die eine Rolle, die man auf jeden Fall machen kann, die würde ich als nicht überwichtig, aber wichtig bezeichnen, weil wenn man schon eine schlechte Flagge hat, dann kann man das mit der Flagge zumindest nochmal einen Ticken, die könnte man einsetzen, sagen wir so. Nicht Pflicht, aber man könnte sie einsetzen. Dann
Nachladezeit des Verbrauchsmaterials um 5% reduziert. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Da könnt ihr Reparaturmannschaft und Schadensbegrenzungsteam einfach früher wieder benutzen, was euch die Überlebensfähigkeit natürlich wieder verbessert. Ja, dann könntet ihr über Sierra Mike nachdenken. 27 Knoten sind nicht schlecht. Mit Sierra Mike habt ihr 28,5 Knoten, was ein relativ guter Boost ist. Auf T5 seid ihr dann eins der schnellsten Schiffe im ganzen Spiel auf der Stufe als Schlachtschiff. Dann ist natürlich Pflicht wieder India Delta. Ihr habt eine Reparaturmannschaft, baut India Delta immer mit ein. Das erhöht die Trefferpunkte, die ihr wieder herstellt, um 20%. Und dann solltet ihr auf jeden Fall hier India Yankee mitnehmen, damit ihr nicht so lange brennt. Und Juliet Yankee Biso 2, ja, solltet ihr auf jeden Fall mit überlegen, je nachdem, wie wahrscheinlich ihr Torpedotreffer haltet, ist für euren Geschmack dann, ihr bestimmt quasi, ob ihr das mitnehmen wollt oder nicht. Ich lasse es hier mal weg. Ja, und das sind dann schon die allerwesentlichsten Flaggen mit Sierra Mike zusammen vielleicht noch, die ihr hier auf dieses Schiff setzen solltet. So, und dann können wir hier ökonomische Flaggen setzen. Was sicherlich mehr Sinn macht, ist Creditpunkte anstatt Reparaturkosten zu reduzieren, weil die Reparaturkosten auf dem Premium-Schiff sowieso schon geringer sind und die Credit-Modifikatoren beim Premium-Schiff sowieso andere sind und damit ihr das hier nochmal geboostet bekommt. Ja, dann könnte man natürlich Kapitäns-EP mit draufsetzen, was Sinn macht, um den Kapitän besser auszubilden. Premium-Schiffe ermöglichen das ja immer perfekt. Und bei den Italienern gibt es ja nur Premium-Schiffe aktuell im Spiel, Stand heute. Das ist jetzt hier Mai 2018. Was nicht Sinn macht, ist Equal Speed Charlie London, weil das die EP des Schiffes boostet und ihr braucht hier nichts entwickeln oder irgendwie sowas und von daher braucht ihr da auch keinen extra Boost drauf. So, und das sind die Signale und die Tarnungen und jetzt kommen wir dann zum Kapitän, der hier noch nicht zugewiesen ist. Ich habe einen in der Reserve, den ich immer zwischen der Roma und diesem Schiff hier hin und her wechsle. Auch wenn er hier als Spezialisierung die Duca der Aosta hat, was das erste Premium-Schiff überhaupt der Italiener war. Und das ist natürlich dann auch der erste Kapitän. Der ist jetzt hier auf 15, fast 16. Ihr seht es da oben, fehlen nur wenige Punkte. So, was kann man denn auf diesem Schiff hier skillen als, als Kapitän? Prinzipiell sollte die Giulio Cesare sicherlich auf Überlebensfähigkeit geskillt werden. Das ist ganz, ganz wichtig aufgrund des geringen Trefferpunkte-Pools sozusagen. Ihr seid nur im Mittelfeld. Um euch dann ein bisschen besser zu schützen, solltet ihr auf jeden Fall Survivability mit in Betracht ziehen, sogar als euer Hauptfokus sozusagen. Und ja, man könnte auch ein paar Punkte auf die Luftabwehr setzen, die ich jetzt hier noch nicht geschult habe. Die Wendigkeit eigentlich so gut ist, dass man oft auch Torpedos ausweichen kann und so eine Sachen. Also ich habe bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, indem ich Luftabwehr nicht geskillt habe. Also nicht so, dass ich sie jetzt die Erfahrung so im Kopf habe. Ich habe jetzt schon einige Gefechte mit der Giulio Cesare und von daher, ihr seht ja, wie viele Erfahrungspunkte auf dem Schiff sind. Das waren jetzt weit über 200.000 schon. Also von daher, denke ich, kann ich das guten Gewissens so sagen. Was sollte man hier verbauen? Präventive Maßnahmen ist jetzt hier sicherlich nicht ganz optimal geskillt. Liegt daran, dass der Kapitän halt immer hin und her gewechselt wird zwischen den Schiffen Roma und Giulio Cesare. Sicherlich macht es am meisten Sinn, hier vorrangiges Ziel zu skillen, um einfach mitzubekommen, wie oft man anvisiert wird. Ja, präventive Maßnahmen kann man skillen, muss man aber nicht. Beschussalarm bringt hier eigentlich gar nichts oder wenig, sage ich es einfach mal. Ich fahre es trotzdem, also für ich persönlich mag Beschussalarm eigentlich schon. Das ist aber halt so mein Ding, sage ich jetzt mal, meine Macke vielleicht, weil ich immer ganz gerne wissen möchte, wann ich denn auch wirklich beschossen werde, wann ich denn mein Ruder verstellen sollte. Ja, man hat dann so, ich sag mal, mindestens sechs Sekunden Zeit, um noch zu reagieren, vielleicht das Schiff nach rechts oder links zu wenden. Und das geht ja gerade mit italienischen Schiffen immer ganz gut. Auch die Roma ist ja ein extrem wendiges Schiff. So wie ich es zumindest empfinde. Und die Giulio Cesare halt ebenfalls schön, klein, knubbelig, wendig, schnell. Das kann man schon sagen. Nicht extrem lang. Also
Das macht dann schon Spaß. Auf dem Zweier-Skill habe ich dann hier den Adrenalinrausch mit drin. Als Schlachtschiff-Skill ist das immer sehr, sehr gerne genommen. Und dann habe ich mich hauptsächlich darauf konzentriert, die Überlebensfähigkeit des Schiffes weiter zu verbessern, was hier dann in Grundlagen der Überlebensfähigkeit und den Brandschutz mündet. Und das verringert eben die Brandwahrscheinlichkeit, genauso wie die Anzahl der Brandquellen. Und hier, wenn ich den brenne, dann dauert es nicht so lange, bis die Sachen gelöscht werden. Und dann habe ich noch den Tarnungsmeister mit drauf, um mein Schlachtschiff 14% weniger Erkennbarkeit zu geben, sozusagen. Und dann landen wir hier schon bei einem Wert von 11,4 Kilometer für ein Schlachtschiff. Ein richtig guter Wert, meiner Meinung nach. So, wir gucken jetzt uns gerade nochmal an, wie viele Trefferpunkte wir jetzt mit den Flaggen bei der Reparaturmannschaft wiederherstellen. Da sind wir. Wir sind jetzt bei 273 und vorher waren es, glaube ich, 212 oder so was in der Art. Also ist dann doch nochmal eine ganze Ecke mehr. Ihr habt das 28 Sekunden aktiv und jede Sekunde stellt ihr 273 Punkte wieder her. Das sind dann schon ja, knapp 8000 Trefferpunkte, die ihr da wiederherstellen könnt, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe. Gut. Was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten, wenn man das jetzt nicht so skillen möchte, wie ich es gerade getan habe? Man könnte sicherlich dazu sich überlegen, eventuell hier in den mittleren Flaggschaden ein bisschen was zu investieren oder halt in die mittlere Flaggreichweite, um von den 4 Kilometern ein bisschen weiterzukommen. Ja, man könnte den Inspekteur skillen, damit man die Überlebensfähigkeit noch weiter erhöht, zum Beispiel den 5. Mal Reparaturmannschaft bekommt. Ja, darüber hinaus könnte man zu der zusätzlichen Agilität dann auch den Elite-Schützen noch mit irgendwie unterbringen. Wenn man zum Beispiel den Adrenalinrausch nicht mehr skillen möchte oder hier oben einen Punkt sparen möchte, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, nochmal umzuskillen. Ja, wenn ich den Kapitän jetzt nur für die Jewel zur Sache umskillen würde, würde ich wahrscheinlich die präventiven Maßnahmen und den Beschussalarm rausnehmen. Dafür hier vorrangiges Ziel skillen und dann hätte ich ja, wenn ich hier noch 2000 Punkte Kapitäns-EP mache, zwei Punkte übrig sozusagen, einen von hier oben und einen, den ich dann dazu bekomme, da den Elite-Schützen rauszumachen, damit man eben, dadurch, dass der Rumpf so beweglich ist, braucht man auch einen Turm, der relativ zügig von im Ziel bleibt und auch ausgerichtet ist. Da würde Elite-Schütze sicherlich eine gute Rolle spielen können. Aber wie gesagt, dadurch, dass der Kapitän immer ein Wechselbalg ist sozusagen zwischen Giulio Cesare und Roma, habe ich mich entschlossen, jetzt erstmal mit dieser Skillung zu fahren. Die ist nicht schlecht, wenn sie auch so eine Art Mischskillung ist. Also das hier ist schon so, ich sag mal, Überlebensfähigkeit und ja, das kann man hier noch mit dazu zählen zur Überlebensfähigkeit und das andere ist eben Schaden verteilen oder Schaden vermeiden, ne? Ja, ich denke, viel mehr Optionen gibt es eigentlich jetzt nicht, wo man sagen kann, das ist vielleicht noch zu empfehlen. Also Inspekteur sollte man auf jeden Fall noch im Hinterkopf behalten, wenn man 19er Kapitän hat. Ich habe jetzt 15, dann könnte man auch den Inspekteur noch skillen, dann ist man bei 18 Punkte, kriegt da noch einen Punkt dazu. Also die beiden Punkte würde ich wahrscheinlich Inspekteur und Elite-Schütze, die würde ich vielleicht hier für die Giulio Cesare noch in die nähere Auswahl nehmen. Ebenfalls, was vielleicht noch funktionieren könnte, was mir gerade noch einfällt, ist hier eventuell der Tausendsasser, um da nochmal 5% rauszuholen oder eben die höchste Alarmbereitschaft, um dann das Schadensbegrenzungsteam noch weiter runterzubringen. Das ist aber meiner Meinung nach immer auch dieses Ermessen von euch da draußen. Ihr fahrt das Schiff, ihr müsst mit diesem Schiff sozusagen ein Stück weit verwachsen und einfach sagen, okay, was fehlt mir jetzt am meisten noch? Ja, ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach rauszufinden, aber wenn ihr sagt, ich brauche lieber 1000 Sasser an Schadensbegrenzungsteam, dann dann würde ich den 1000 Sasser skillen, ne? Und ja, wenn ihr das anders braucht, ihr braucht vielleicht den Brandschutz nicht, weil ihr sagt, ich brenne ja gar nicht so häufig, ich fahre mein Schiff halt anders, ja, dann könnt ihr vielleicht schon vorher auf den Inspekteur gehen, so eine Sache. Ja, ich hoffe, dass euch das auch wieder so einen kleinen Anreiz gibt, da vielleicht über eure Skillung nochmal nachzugucken, wenn ihr die Giulio Cesare schon habt, ja, ist ja auch immer mal legitim, etwas daran zu verändern, weil der Kopf ist rund, damit er Denken seine Richtung ändern kann, so nach dem Motto. So, ja, jetzt kommen wir zum Fazit des Schiffes. Ich persönlich habe niemals bereut, die Giulio Cesare gekauft zu haben, damals. Ich liebe dieses Schiff, sage ich jetzt zum dritten Mal, glaube ich, in diesem Vorstellungsvideo. Es ist ein ganz tolles Schiff, schön kurz, schön wendig, knubbelig, hält auch einiges aus. Breitseite, wie gesagt, ist mit welchem Schiff soll man schon Breitseite fahren? Wenn der Gegner nur noch wartet, seid ihr immer
habt ihr immer ein Problem mit jedem Schiff eigentlich. Mit der Julius Caesar vielleicht noch einen Ticken mehr als bei anderen Schiffen, aber ja, angewinkelt. Und das ist ja mit dem Schiff sehr gut möglich, angewinkelt zu fahren. Habt ihr euren Spaß damit, und wenn ihr mal nicht fokussiert seid, hauen da 10 Mumpeln 320 mm ordentlich Damage raus, was dann auch zu einem bleibenden Eindruck beim Gegner führt. Ja, dadurch, dass die, also die, wollen wir mal die Vorteile nochmal rausarbeiten. Die Vorteile sind sicherlich die Panzerung, die hier um das ganze Schiff rumgeht. Ich hatte euch vorhin schon mal gezeigt hier. Ja, machen wir hier nochmal den ganzen Kram an. Ne? Hier der Gürtel, der ringsrum geht und nur der vordere Teil nicht so stark beplattet ist, ist sicherlich ein Riesenvorteil auf der Tierstufe. Ja, dadurch ist natürlich auch die Zitadelle einigermaßen gut geschützt, auch wenn ich das jetzt nicht als besonders hervorragend betiteln würde. Eine Turtleback-Zitadelle ist es, ja, aber wie gesagt, aus nächster Nähe oder aus unter 10 Kilometer ist die Zitadelle durchaus treffbar bei der Giulio Cesare. Sie ist eines der schnellsten Schlachtschiffe auf ihrer Tierstufe. Auf T5 mit 27 Knoten ziehst du auch die Butter vom Brot, ja, und hat eine der niedrigsten Sichtbarkeiten, ja, der Schlachtschiffe überhaupt. Ja. 11,4 Kilometer ist wahrscheinlich sogar einer der besten Werte überhaupt im Spiel. Und es hat von Hause aus schon eine relativ schnelle Turmdrehzeit auf der Tierstufe. Mit 36 Sekunden habt ihr hier wirklich eine sehr, sehr geringe oder relativ geringe Turmdrehzeit. Und wenn ihr dann später noch Elite-Schütze mit reinskillt, dann habt ihr da noch eine bessere, also noch weniger Dauer für die 180-Grad-Kehre, so um die 30 Sekunden seid ihr dann ein bisschen drüber. Was sicherlich ein Nachteil ist, das habe ich ja auch schon am Anfang der Vorstellung gesagt, im Verhältnis zu anderen Schiffen hat sie teilweise bis zu 10.000 Trefferpunkte Rückstand. Die Arp Kongo ist so ein Schiff, oder die Kongo allgemein. Ich habe jetzt hier nur die Arp Kongo als Vergleich. Da ist es doch recht deutlich. Die anderen Sachen, die sind jetzt eher so, ja, also die Flak ist ist ein bisschen schlechter, und ihr könnt da nicht so vernünftig Torpedobomber oder Brandbomber vom Himmel holen, wenn ihr denn angeflogen werdet. Ja, da fällt mir gerade noch mal eine positive Sache ein. Das hat mich eben gerade auch schon überlegen lassen. Ja, von der Sache her, selbst wenn ihr von einem Torpedobomber angeflogen werdet, auf den Tierstufen sind die Schäden, die ein Torpedo von Flugzeugen verursacht, meistens nicht so hoch. Und ihr habt hier aber einen äußerst guten Torpedoschutz. Ja, mit 32% habt ihr einen sehr, sehr hohen Torpedoschutz auf der Tierstufe, der dann auch dafür sorgt, dass ihr nicht so viel Schaden erleidet. Ihr fresst ja in den meisten Fällen nicht gleich 6 Torpedos auf einmal oder so, sondern vielleicht 1, 2, vielleicht 3, ja, und das wird ja dann auch nicht dauerhaft so sein, sondern mal. Und ihr habt auch nicht in jedem Gefecht einen Flugzeugträger mit dabei, von daher würde ich jetzt hier nicht unbedingt die Flugabwehr mit skillen, aber sie ist eben eine der schlechtesten oder eine relativ schlechte. Dann kann man noch sagen, dass die 320 mm sicherlich nicht schlecht sind, aber zu angewinkelten Schiffen immer ein kleines Problemchen haben werden. Von daher muss man sich da auch überlegen, okay, eher mal HE-Granaten vielleicht sogar mal zu verschießen, wenn die Schiffe zu stark angewinkelt sind, oder ihr zielt eben auf die Aufbauten des gegnerischen Schiffes, wenn ihr denn trefft. Und eine der negativen Sachen, die ich ebenfalls auch noch erwähnen möchte, ist dann doch der verhältnismäßig schlechte Winkel der hinteren Türme. Ihr müsst doch verhältnismäßig relativ viel an Breitseite zeigen, um die hinteren Türme mit zu benutzen. Das ist vielleicht noch ein kleiner negativer Punkt, wobei er mir beim Spielen jetzt nicht so negativ aufgefallen ist. Man hat halt eben ein sehr schön flexibles Schiff. Ich würde auf jeden Fall sagen, eine ganz klare Kaufempfehlung, wer Italiener mag und einen Spielstil mit viel Ruderstellen, mit vorwärts, rückwärts, ja, Wendigkeit, schnelles Fahren, ihr seid schneller als viele andere Schiffe, der wird mit dem Schiff definitiv viel, viel Spaß haben. Wenn ihr könnt und wenn es im Angebot ist, dann organisiert euch dieses Schiff, kann ich euch nur ans Herz legen. So, und jetzt kommen wir zum Ende dieses Vorstellungsvideos. Ich hoffe, ihr habt wieder einige wichtige Informationen, interessante Informationen, Ansätze möglicherweise mitgenommen. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben da, schenkt uns euer Abonnement. Ja, das könnt ihr übrigens auch bei Twitch mit Twitch Prime tun. Ihr könnt uns kostenlos abonnieren und uns damit trotzdem fördern und unterstützen. Das wären wir sehr dankbar für.
Und unser Kanal wird dann weiter wachsen und wir euch weitere schöne Inhalte hier auch in Zukunft präsentieren können in dieser Art und Weise. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für diese 30 Minuten, die wir jetzt hier, glaube ich, so gut wie voll haben. Und sage einfach bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Bis dann, ciao, ciao.